Haben wir 40.000 Jahre diskutiert mit Gott? Wer hat jetzt recht? Ich oder er? Bin ich eigentlich müde geworden von dem? Big Bang-süchtig zu sein? Was ist Big Bang-süchtig? Trennungssüchtig zu sein? Bist du da an dem Punkt angelangt, wo du sagst, weißt du, ich bin einfach müde, trennungssüchtig zu sein? Mich als getrenntes Wesen in Raum und Zeit scheinbar zu identifizieren? Das ist eine Vereinigung hier, ein Meeting von Süchtigen, todessüchtig. Hast du schon einmal gehört von der Todessucht? Bist mit einem perfekten Plan hierher gekommen zu sterben? Scheiße, ist nicht aufgegangen, der Plan. Irgendwo in deinem Geist war auf einen Moment, oder in meinem Geist war totale Vernunft. Ich habe um Hilfe gebeten, weil ich müde geworden bin zu sterben. Und wieder zu sterben und noch einmal zu sterben und 40.000 Jahre den gleichen Kreislauf wieder zu wiederholen. Es ist nur eine ständige Wiederholung. Es passiert überhaupt nichts in Raum und Zeit. Bist du dir dessen bewusst, dass nichts hier passiert? Dass es nur eine einzige Idee ist? Ich will was beweisen, dass es doch hier noch was passiert. Oder bist du einfach müde geworden von dem? Notwendigkeit ist nicht irgendwas, was man lernen kann. Bin ich müde, diesen Traum aufrechtzuerhalten? Bin ich wirklich, wirklich was anderes? Akzeptiere ich wirklich, was mir Jesus sagt? Oder habe ich da noch meine Zweifel? Helen, die Schreiberin des Kurses sozusagen, hat ihre Zweifel gehabt. Ne? Hat gesagt, warum brauchen wir diesen blöden Kurs überhaupt? Und Jesus hat gesagt, weil die Welt einfach müde ist, du bist müde. Bist du wirklich müde? Oder hast du noch irgendwelche wirkliche Ideen für die Zukunft? Machst du schon wieder Zukunft in deinem Geist? Ist das es, was Trennung ist? Das ist, was Menschsein ist? Oder erkennst du an, dass der Himmel hier und jetzt ist? Und dass er nur hier und jetzt ist? Und dass alles, was nicht Freude ist, die Vermeidung von Freude ist? Die Vermeidung der Totalität des Himmelsreiches hier und jetzt ist? Dass mein menschlicher Geist einfach süchtig bin, zu verleugnen, zu vergessen? Und dass ich mir ständig nur Geschichten erzähle, um zu vergessen? Über die Welt, über die anderen, über die Verschwörungen, über den Coronavirus, dass es da immer nur um Vergessen geht. Weißt du, dass du dich das nur selber lehrst? Und dass es jetzt genau eine Alternative gibt? Im Erinnern? Genau hier und jetzt. Schau mal den an, der neben dir sitzt. Schau ihn an, bitte. Hallo. Schau ihn an. Schau den an, der neben dir sitzt. Vielleicht hörst du mich jetzt, vielleicht hörst du mich erst in 350 Jahren. Es ist deine Entscheidung. Vielleicht brauchst du noch mehr Zeit. Oder vielleicht schaust du jetzt in den Himmel mit Christi Schau. Schau einmal. Ist da noch irgendwas, was du zurückhaltest?
Ist da noch irgendwas, was dir unangenehm ist, in den Himmel zu schauen? Schau ihn in die Augen, bitte. Ich gebe die Instruktionen, sagt Jesus, folge ihnen. Wenn du ihn wirklich siehst, das ist sofortige Freude in dir aus. Weil du weißt, dass es wahr ist und dass das wahre Kommunikation ist. Du weißt genau, dass der Himmel immer vor dir ist. Das Einzige, was dich Jesus lehrt, der Himmel ist immer gerade vor dir. Habe ich meine Zweifel? Ist Angela Merkel auch im Himmel mit mir? Ist die an der Kasse, die da unten sitzt, in der Bäckerei auch im Himmel mit mir? Gebe ich ihr den Platz im Himmel, damit ich den meinen im Himmel habe? Oder sind alle nur hier im Kurs lieb? Und die da draußen sind die Bösen, die verlorenen Schafe? Oder bin ich das verlorene Schaf? Hab keine Angst vor deinem Bruder, das ist, was Jesus lehrt. Fühle ich mich unwohl? Bin ich es nicht gewohnt, zu erinnern? Brauche ich noch ein bisschen Zeit? Ist auch gut. Erlösung ist ein Unternehmen, das auf Zusammenarbeit beruht. Wenn du dir von einem Bruder zurückziehst, ziehst du dich von mir zurück, sagt Jesus. Wenn du dich zurückziehst vor einem Bruder, ziehst du dich von mir zurück. Von einem einzigen Bruder. Ist Angela Merkel mein Bruder? Ist Sebastian Kurz mein Bruder? Du kennst Sebastian Kurz nicht, den Enkel von Angela Merkel? Nein, kennst du nicht. Also, ich zeige dir mal ein Foto. Der österreichische Bundeskanzler spricht mit der deutschen Bundeskanzlerin und sie schaut aus, sie wäre die Oma und er wäre der Enkel. Weil er ist, er ist 32 Jahre alt. Sind alle im Himmel? Auch mein Landsmann Adolf Hitler, ist er auch im Himmel mit mir? Gebe ich ihm auch einen Platz dort? Dann ist er gut, sagt Jesus. Dann ist ja gut. Dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Um nichts hier. Sind ja freudige Botschaft. Also, dann, wenn du das machst, wenn nur das deine einzige Bereitschaft ist, dann brauchst du nichts mehr. Dann bist du im Himmel. Suche zuerst das Himmelreich Gottes. Und alles andere wird dir dazu getan. Da muss ich mir erst noch Sorgen machen, was hier mit dem Platz passiert. Nein. Aber ist das deine einzige Bereitschaft? Das Einzige, was du in deinem Geist machst? Den Himmel in allem wiederzuerkennen? Den Himmel in allem wiederzuerkennen oder zu spüren oder zu fühlen? Das Licht dich penetrieren zu lassen? Wie penetriert mich das Licht am schnellsten, indem ich das Licht in meinem Bruder sehe? Das ist eine Erlösung, ist ein Unternehmen, das aus Zusammenarbeit beruht. In dem Moment, wo ich da herkomme und glaube, ich bin ja 24 Jahre Kurs in Wundern, Lehrer, und die sind ja noch die verlorenen Schafe. Da bin ich verloren. Ich bin genau dort, wo du bist, im Himmel.
Wenn ich ihn in dir sehe, kann ich ihn in mir sehen. Das ist, was Jesus immer das Einzige demonstriert hat, hier in Raum und Zeit. Nicht als historische Figur, sondern als Christus. Eine Stimme in meinem Geist würde mir sagen, das war eine historische Figur. Vor 2000 Jahren ist er gegangen. Und die Erfahrung, die wirkliche Erfahrung ist, er ist jetzt hier. Er ist nirgends hingegangen. Das Licht ist nirgends hingegangen. Der Christus ist nirgends hingegangen. Er ist genau hier und jetzt. Wo ist er? Hier und jetzt in wem? In meinem Bruder. In meinem Bruder. Das Blöde ist nur, er ist in jedem Bruder. Es gibt keine mehr spirituellen Menschen, denen leichter das Licht sehen kann und den anderen nicht. Entweder ich sehe es in allem oder ich sehe es in niemanden. Kannst du sehen? Wie leicht ist es im Geist, für einen Moment zu vergessen und wirklich an die Geschichte zu glauben, dass eine Freundin und die da unterschiedliches Interesse wie ich, dass jemand draußen, der hat nicht das Gleiche wie ich, da ist jemand, der macht was, was mir nicht gefällt, da geht jemand auf die Straße, und die demonstrieren und das sind, weiß nicht, Rechtsradikale oder Linksradikale oder was auch immer. Es ist immer nur der eine, der Christus. Immer. Es ist immer der Himmel direkt vor dir. Sparen wir jetzt Tausende von Jahren ein Jahr? Glaubst du es vielleicht? Ja, vielleicht nicht. Interessiert es Gott? Nein. Weil es nicht wahr ist. Zeit ist nicht wahr. Nur der Christus ist wahr. Nur der ist wahr. Wo ist er? Hier und jetzt. Geht da mal irgendwann weg, ne? Versteckt er sich? Auch nicht. Ich verstecke mich vielleicht. Es ist ganz, ganz ein einfacher Kurs. Es ist ganz eine einfache Botschaft. Es ist natürlich, so wie ich denke, mit allen Trennung, das ist was Unnatürliches. Es ist nur eine Erinnerung, es ist nur für einen Moment hat der Heilige Sohn Gottes vergessen, über sich zu lachen, über das, was da ist, zu lachen. Meine menschliche Kondition hier ist vollkommen bedeutungslos. Und deshalb für mich schon einmal einen Moment einfach zu schauen in meinem Geist, alles, was ich hier tue als Mensch, ist bedeutungslos. Alles, was ich als Christus mache, alles, was ich als Huber mache, ist bedeutungslos. Und ich habe ein paar frohe Botschaften für dich. Ich hoffe, dass sie auch froh sind. Eine der frohen Botschaften, ich spreche heute nicht Aramäisch, ich spreche Deutsch. Ich habe das gelbe Shirt angezogen. Das hat eine eigene Geschichte. Das hat eine eigene Geschichte, dieses gelbe Shirt. Ich war mal auf so einem Seminar, ich war in Pasadena außerhalb von Los Angeles. Dann kommt einer zu mir und sagt, ich möchte gerne am Ende der Veranstaltung ein Interview mit dir machen. Dann sage ich, ja, können wir gerne machen, ein Interview.
Ich habe aber nicht gewusst, wer es ist und überhaupt nicht. Plötzlich hat er mir dann gesagt, jetzt fahren wir da hinüber und dort hinüber und dann waren wir so im Fernsehstudio. Und dann hat er mich im Fernsehstudio interviewt. Und das war sowas von lustig, weil einfach, weißt du, ich habe einfach gesehen, die Unmöglichkeit dieses Platzes hier. Ich meine, normalerweise hätte ich zu zittern anfangen müssen und jetzt interviewt er mich und jetzt schauen die ganzen Leute zu und ich habe einfach gewusst, ich brauche selber nichts tun. Der Christus in mir wird alles tun. Und das sind die Vorteile, oder wie sagt man die Vorteile? Das sind die Geschenke, die uns das Geistestraining bietet. Ich bin dort nicht hingegangen, habe gezittert und einen Blödsinn gesprochen und hätte es versucht, oder was sage ich jetzt und wie macht man das, gescheite Präsentation dort. Bin einfach völlig ruhig gewesen und habe gesagt, ich bin sowieso völlig gescheitert in dem allen hier. Es gibt sowieso nichts zu lehren. Und das Einzige ist, ich erinnere meinen Geist an Christus. Und an das erinnert mich dieses gelbe Shirt. Und das ist so cool, weißt du, wie Erwachen ist sowas von cool. Also es ist sowas von cool. Es ist so eine unglaubliche Erinnerung. Es ist sowas viel, viel Größeres, was jemals war, wenn ich es nicht mehr machen muss. Wenn es durch mich getan wird. Größere Wunder als ich wirst du vollbringen, hat Jesus gelehrt. Größere Wunder als ich wirst du vollbringen. Größere Wunder wird der Christus in dir vollbringen, als er in mir vollbracht hat, wollte er sagen. Es ist sowas von cool, es ist sowas von, das Beste und das Schönste und das, ich weiß nicht, Entschuldigung für das Wort, das Geilste. Einfach das zu erinnern. Ich bin hier völlig gescheitert. Ja? Ich bin einfach völlig in allem gescheitert. Ich habe mich besser zu machen versucht, ich habe mich spiritueller zu machen versucht. Ich habe Techniken gelernt über Heilung. Ich habe Gebete gelernt in gewissen Formen. Ich habe mich angestrengt. Der Schweiß ist geflossen. Der Kruppstahl wurde hart. Zuerst die Arbeit, hat meine Mutter gesagt. Und dann der Spaß. Ich habe genau diese Rolle gegeben, um mir das zu sagen. Und es ist jetzt einfach das Coolste, das Beste. Also wenn du nicht mehr vom Sessel hüpfst und völlig, also weißt, dass wow, was mir da angeboten wird, das ist unglaublich, das ist unfassbar für einen Moment. Und das Erwachen ist manchmal so, wie sagt man, penoso auf Deutsch, also man sagt, glaube ich, es ist so, wenn du siehst, wie klein waren meine Ideen und auch die meisten, die höchst spirituellsten und die brillantesten Ideen, die ich in meinen Geist geschworen, wie klein war das alles? Und wie groß ist das Wunder, wie groß und gütig ist Gott hier und jetzt? Es ist einfach völlig, es ist mind-blowing. Es haut dich einfach völlig aus dem Geist, aus dem menschlichen Geist hinaus. Es ist völlig anders, wie ich jemals geglaubt habe. Es ist völlig anders. Es braucht keine Anstrengung von meiner Seite, nicht im geringsten. Es braucht nichts mehr, nichts braucht eine Anstrengung mehr. Ich brauche mir nicht mehr Gedanken machen, wie ich mein Leben bestreite und was ich morgen zu essen habe und wo in einem Jahr Urlaub mache und wen ich irgendwann heiraten werde oder mich scheiden lassen werde oder was auch immer. Ich brauche nichts von dem zu wissen. Ich brauche nichts mehr von diesem Gedankensystem aufrechtzuerhalten. Es ist nichts von dem wahr. Es ist immer viel, viel, viel größer. Du hablas español? Sí. Solange ich halt hier herumgehe, habe ich halt für einen Moment einen Irrtum begangen.
und ich bin fucked up. Aber die Korrektion ist bereits da. Und sie ist liebevoll. Und sie ist cool. Und sie ist so freudig, wie niemals jemand freudig war. Weil das erste Mal in deinem Leben wirst du, das erste Mal in deinem Leben denkst du. Das erste Mal in deinem Leben kommunizierst du. Weil das, was ich gedacht habe, nicht was, was Denken mit Denken nichts zu tun hat. Absolut nichts. Ah, jetzt können wir uns entspannen. Ah, ich sage, nee, Point. Ah. Es ist sowas so groß und der menschliche Geist ist so beschränkt. Der kennt eine Richtung. Ich muss hier, ich muss das machen, so machen und ich muss arbeiten. Und wenn ich nicht arbeite, dann stehe ich auf der Straße. Ist nichts wahr, nichts von dem ist wahr. Nichts von den Ideen, die ich mir selber gelehrt habe über 40.000 Jahre, ist absolut nichts wahr. Keine einzige ist wahr. Keine einzige über irgendetwas ist wahr, weil sie nicht von Christus ist. Estoy jodido, fregado y necesito ayuda. Und was ist die Hilfe? Ist immer das Wunder, ist immer Gottes Antwort. Der Heilige Geist ist die Antwort. Ich bin das Problem als Mensch. Das mag ich nicht hören. Da gehe ich einfach lieber auf einen liebevolleren Kurs. Na, mach das. Meine Erlaubnis hast du. Das Einzige, dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Weil in dem Moment, wo gegenseitiges Erinnern stattfindet, in dem Moment ist nicht mehr dasselbe. Paulus, vielleicht kennst du ihn aus der Bibel, der war auf seinem Weg nach Damaskus. Paulus, seine einzige Aufgabe war, die Christen zu verfolgen. Ja? Paulus war auf dem Weg nach Damaskus und er war ein Christenverfolger. Also es war sein Saulus, hat er damals noch geheißen. Ja, Saulus. Und er ist da gekommen mit seinem Stolz da oben auf dem Pferd und da gemeint, ich bin der größte Christenverfolger der Welt. I'm the Terminator. Kennst du Arnold Schwarzenegger? The Terminator. Also so ist er durch die Welt geritten. Kommt plötzlich hin, wumm! Kommt ein Ding herunter, richtig aus dem Himmel, so ein Licht. Er ist vom Ross gefallen, vom Hohen. Wo ist er gelandet? Am Boden, recht unsanft. Hat es damals noch keine gescheiten Matratzen gegeben. War nur ein Schmäh. Ist am Boden gelandet, war 3 Tage blind, richtig geblendet, blind war er. Und dann ist er aufgestanden und hat einfach. War eine völlige, letztendlich ein Wunder, ein völliges Eindringen des Lichts in sein System, in seinem Geist, in sein Herz. Er ist am Boden gelegen, ist blind gewesen, ist wieder aufgestanden, war nur mehr das Licht der Welt. Genau das ist deine Erfahrung jetzt in dem Augenblick. Du fallst vom hohen Ross. Und du wirst aus dem Saulus der Paulus. Kannst du einen Film anschauen? Beeindruckend. Das hat einen Film gegeben, vor ganz nicht so langer Zeit, glaube ich, 2 Jahre, eineinhalb Jahre. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 Mal hintereinander im Kino gesehen über Paulus. Ein einziger Augenblick, einen einzigen Kollaps und es wird nie mehr dasselbe, ist nie mehr dasselbe. Und dann war er, der Christus, ja? Und dann hat er nur das Einzige, war immer und überall den Christus zu deklarieren. Und genauso ist es deine Erfahrung hier und jetzt, in dem Augenblick mit mir. Ich lasse dich nicht mehr von der Schaufel. Erlaubst du mir, dich auszuscheinen mit Licht? Josh, mein Freund, hat immer gesagt, der jetzt den Kurs in Wundern in Brasilien lehrt,
Es ist nur einen einzigen Augenblick, dass es weh tut, so wie bei einer Jungfrau. Und dann ist es schön. Es ist nur ein einziger Augenblick dieser Widerstand im Geist, im Herzen. Und wenn du das dann wirklich erfährst, dann ist alles ganz neu. Du siehst hier alles ganz neu. Alles hat ganz andere Funktion. Für Paulus hat alles ganz eine neue Welt und du bist Paulus. Es war auch keine historische Figur. Das bist du, der Christus. Hier und jetzt. Mit mir. Hier und jetzt mit mir bist du der Christus. Du kannst niemals der Christus sein ohne den anderen. Tut mir leid. Für 40.000 Jahre haben wir versucht, Gott alleine zu erinnern. Deshalb ist Jesus gekommen und hat gesagt, es geht nicht alleine. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Bete für deine Feinde. Nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist, wenn du vergisst, wer du bist, dann geht es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du hast mir den Parkplatz da vorne weggenommen. Jetzt mache ich dir absichtlich mit meinen Schlüsseln Zicht. Hat nicht jeder mal diese Gedanken gehabt? Nicht? Seid ihr so brav hier mit einem Flensburger Geist? Also ich habe das schon öfter gehabt, jemand auf meinem Platz, da haben sie mit den Schlüssel rausgezogen und so über die Seite drüber gefahren. Sagt der Teufel, schläft nie. Aber es hat sich alles verändert. Ich kann bei mir den Parkplatz wegnehmen, kann ich hingehen und in meinem Geist sehen, dass er nur Licht ist. Wie mache ich das? Indem ich ihn segne. Sei gesegnet, heiliger Sohn Gottes. Sei gesegnet von mir in diesem Moment. Das ist dasselbe. Das Blöde ist, nur einen einzigen den Segen vorenthalten, ist es mir komplett vorzuenthalten. Was ich nicht gebe, was ich nicht anbiete, kann ich nicht empfangen. Ja? Segne ich wirklich alle. Bin ich wirklich in der Bereitschaft, alles und jeden und alles zu segnen? Oder habe ich nur meine Zweifel? Scheinbar, weil ich noch ungefähr hier mich identifizieren kann, habe ich nur meine Zweifel. Deshalb sagt Jesus im Lernbuch für Lehrer, der Lehrer Gottes, seine einzige Funktion ist Vollkommenheit zu lehren, eine ums andere Mal, um die Zweifel auszulöschen. Das ist, für mich ist ein Kurs in Ehrlichkeit. Ich bin nicht hierher gekommen, um jemanden zu lehren. Ich bin nur hierher gekommen, um mich zu erinnern. Habe ich meine Zweifel? Habe ich. Glaube ich so richtig an sich? Nein. Weil dazu bist du gekommen. Dazu ist es die Gabe Gottes. Bist du, der Bruder, der jetzt an deiner Seite sitzt. Das ist die Gabe Gottes. Ohne den könntest du nicht mehr erinnern, wer du bist. Bist du dankbar für ihn? Bist du dankbar ohne Reserven oder ohne Zweifel? Bist du total von ganzem Herzen dankbar? Oder bist du noch ein bisschen in den eigenen Gedanken gefangen? Es ist alles okay. Was passiert, wenn du auf die Herdplatte greifst? Ja? Wird es irgendwann einmal besser, wenn du auf. Nein, es wird immer wehtun. Nicht den Christus in deinem Bruder zu sehen, nicht Christi Schau auf alles anzuwenden, wird immer wehtun. Immer wehtun. Es wird immer dasselbe Resultat sein. Was ist das Resultat? Konflikt und nicht Frieden. Nein, ich möchte doch noch ein bisschen Frieden in der Welt finden.
Unmöglich. In der Dualität lässt sich kein Frieden finden. Es geht nicht um den Frieden der Welt, es geht um den Frieden Gottes, der alles menschliche Verständnis übersteigt. Weil der Frieden Gottes ist immer noch ein bisschen mein Frieden, ein bisschen dein Frieden. Ah, dann lass du mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe. Und dann sind wir im Frieden. Das ist sehr wackelig, dieser Frieden. Sehr verletzlich. Der Frieden Gottes ist nicht verletzlich. Weil der, was vor dir ist, nicht verletzlich ist. Der Christus ist nicht verletzlich. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Der Christus in dir kann nicht bedroht werden. Wo sich bedroht fühlt, kann nicht der Christus sein. Und kann nicht Teil von dir sein. Kann nicht Teil von dir sein. Was leidet, kann nicht Teil von dir sein. Was sich grollt, was Groll hat, kann nicht Teil von mir sein. Ist nicht Teil von Christus. Weil Gott ärgert sich nicht. Gott ist nicht im Groll. Die Liebe ist nicht im Groll mit irgendwas. Wie sind wir dran, Andreas, von der Zeit? 10 Minuten, ne? Also hast du schon einmal vom Kurs gehört? Es ist ganz was Einfaches. Warum brauche ich dann so viele Worte? Hat mir jetzt vor kurzem nochmal jemand gefragt. Ja, wahrscheinlich, weil der Geist so sich leicht, weil der Geist einfach sich so leicht irritieren lässt, so leicht ablenken lässt, weil der Geist so schnell vergisst, weil ich ja dann doch wieder Ideen von Raum und Zeit habe und Ziele in Raum und Zeit habe. Jesus sagt, hab keine Ziele mehr in Raum und Zeit. Alles, was du da für die Unterstützung dieser Erinnerung brauchst, das gebe ich dir. Was heißt das? Jesus macht sich verantwortlich für meine Finanzen, für meine Gesundheit, für alles, was ich brauche, um mich zu erinnern. Okay? Schauen wir mal uns an. Lektion 158, die Schau Christi, sagt er, hat ein Gesetz. Also die Schau Christi ist ganz interessant. Er sagt, die Schau Christi hat nicht mehrere Gesetze, hat ein Gesetz. Das ist immer, was Singularität ist. Es gibt immer nur um das eine, ein Gesetz. Er sagt den anderen, verbring nur mit einer Idee den ganzen Tag. Erinnere dich nur das eine. Und das Ganze, was ich in meinem Geist denke, ist nur der Widerstand, um das eine zu denken und das eine zu tun und die eine Ausrichtung zu haben und den Himmel immer vor mir zu sehen. Er sagt, die Schau Christi hat ein Gesetz. Sie schaut nicht auf einen Körper und hält ihn für den Sohn, den Gott erschaffen hat. Kannst du das verstehen? Kann ich das verstehen? Nein, ich weiß nicht, was es heißt, nicht auf einen Körper zu schauen. Ich kann nur bereit sein.